Das ist mein verstorbener Papa, Willi Rose. 1938 vermutlich durch die Nazi umgebracht in einer Klinik in Weilmünster. Also später habe ich Nachforschungen erhalten, dass er mit Luminal, wie viele andere jüdische Patienten, umgebracht wurde. Natürlich habe ich mir eine ganz andere Nachricht bekommen, dass er an einer Krankheit oder an Lungenentzündung verstorben wäre.